Meine Damen und Herren, hallo zusammen, liebe Freunde und Freundinnen der europäischen Idee. Brexit, Grexit, Flüchtlinge, TTIP scheitert. Liegt Europa in Scherben? Ich glaube, dass die Diskussion, die wir im Moment haben, ein Stück weit auch den Blick auf das verstellt, was wir erreicht haben mit dieser europäischen Idee und mit positiver Energie wirklich auch gut über die Europäische Union sprechen, ist heutzutage, glaube ich, sehr, sehr erforderlich. Und wenn wir mal zurückschauen, was wir mit dem Binnenmarkt geschafft haben in den Regionen, zum Beispiel in meinem Wahlkreis, 400% Exportwachstum. Wenn wir schauen, dass wir seit 70 Jahren zusammen in Frieden leben und uns das Versprechen gegeben haben, solche Dinge nie wieder anzutun in der Europäischen Union, dann ist das eine Erfolgsgeschichte und es fällt nicht vom Himmel. Man muss jeden Tag dafür arbeiten. Man arbeitet hier in Brüssel sehr gerne dafür und die aktuellen Probleme, die wir haben, jedes einzelne, was ich benannt habe, lässt sich ohne die Europäische Union nicht lösen. Wir brauchen Europa in der Sicherung der Außengrenzen. Wir brauchen Europa, um den Binnenmarkt zu vergrößern, damit wir den Anschluss gegenüber China und Indien nicht verlieren. Europa ist eine Schicksalsgemeinschaft in den nächsten Jahren und da müssen wir wirklich alle gemeinsam noch ein Stück weit mehr zulegen. Auf der anderen Seite hat Europa auch teilweise die Menschen nicht mitgenommen bei wichtigen Entscheidungen, Erweiterungsentscheidungen, Eurozone. Hier muss mehr Transparenz rein, hier muss die Kommission auch stärker Verantwortung übernehmen. Aber ich denke, dass wir unterm Strich diese Herausforderungen leisten werden und ich möchte gerne mit meiner Arbeit hier im Verkehrsausschuss, im Industrieausschuss, aber auch als Mittelstandssprecher einen Beitrag dazu leisten. Ich würde mich freuen über Rückmeldungen von Ihnen und wünsche uns allen einen schönen Sommer mit positiver Energie für Europa.